Eine Löwin auf dem Sprung zu einer Attacke auf einen Menschen. Aber es ist keine tödliche, sondern eine Knuddelattacke. Denn diese beiden haben eine ganz besondere Verbindung. Als Jungtier wurde Meg und ihre Schwester Amy von Kevin Richardson gerettet. Meg und Amy und ich haben eine gemeinsame Geschichte, die bis zu ihrer Geburt zurückgeht. Sie wurden von ihrer Mutter in einem Wasserloch zurückgelassen. Der Südafrikaner kümmerte sich um die beiden und brachte sie in sein 800 Hektar großes Privatgehege nahe Johannesburg. Dort kümmert sich der Tierschützer seit Jahren um Löwen und andere Wildtiere. Finanzieren kann er das unter anderem, indem er Videos wie diese mit der Unterstützung eines Kameraherstellers veröffentlicht. Darin zeigt er dann, wie er mit den Löwen spielt, aber auch, dass er sich um die Tiere kümmert, indem er zum Beispiel Zahnoperationen vornehmen lässt, wenn diese nötig sind. Doch so groß das gegenseitige Vertrauen auch ist, der Löwenflüsterer Richardson weiß, dass es sich immer noch um Raubtiere handelt. In einem Interview nannte er drei Regeln, die auch er immer einhalte. Nicht stören, wenn sie schlafen, schon gar nicht erschrecken und ihnen nicht in die Quere geraten, wenn sie gerade fressen. Missachte ich diese Gesetze, lande ich selbst in deren Mägen. Sehr viel gefährlicher als er leben jedoch seine Schützlinge. Löwinnen würden oft als zusätzliche Trophäen bei Großwildjagden angeboten, erzählt Richardson. Ohne ihn wären Meg und Amy heute wohl nicht mehr am Leben. Ich bin mir sicher, sie wären erschossen worden. For a bullet.